So, kaum bin ich die Treppe runter gerannt, fange ich schon an. Ich darf mich zuerst mal entschuldigen. Schuld ist die A2, die war weder gut und rück völlig gesperrt. Ich habe von Düsseldorf 3 Stunden gebraucht, habe aber eine schöne Landpartie hinter mir und bedanke mich recht herzlich, dass Sie mich alle schon im Blick auf Fußball einfach nach Hause gefahren sind und auf mich gewartet haben. Ich habe dann mich erinnert, es gibt ja sowas wie ein akademisches Viertel, ja, verbuchen wir es also darunter. Eigentlich wollten wir ja pünktlich anfangen wegen des Fußballs, also danke für Ihre Geduld. Herzlich willkommen heute Abend hier bei der Netzwoche Bielefeld zu meinem kleinen Referat, das den Titel hat Das überwachte Netz, Verfolgung von Straftaten im Internet. Kurz zu meiner Person, mein Name ist Udo Vetter, ich bin Strafverteidiger, formal ausgedrückt Fachanwalt für Strafrecht in Düsseldorf, seit 15 Jahren im Bereich der Strafverteidigung tätig. Wenn ich nicht gerade irgendwo auf der A2 rumhänge oder in Gerichten sitze, schreibe ich auch was ins Internet auf die Seite lawblog.de. Ah. Jetzt ist er wach. Das stand auch in der Ankündigung. Kommt vielleicht für den einen oder anderen überraschend. Ja, das überwachte Netz steht eigentlich etwas im Gegensatz zu dem üblichen Slogan, den man hört, das Internet als rechtsfreier Raum. Das wird so ein bisschen dieser Gegensatz oder im akademischen Bereich Antagonismus wird heute so ein bisschen das Leitthema sein, mit dem ich mich beschäftige. Ich habe mich bemüht, das, was ich Ihnen sagen will, eben nicht akademisch zu fassen, sondern Ihnen vielleicht auch anhand einiger kleinerer Beispiele, um Ihnen anhand einiger kleinerer Beispiele deutlich machen zu können, wie das in der Praxis abläuft. Also wir reden hier heute weniger über Paragraphen. Ich glaube, hier auf den 17 Seiten Text, die ich habe, taucht kein einziger Paragraph auf. Wenn einer kommt, bin ich gerne bereit, Ihnen zu erläutern, was es damit auf sich hat. Fangen wir mal ganz kurz an. Das überwachte Netz heute und gestern, eine kleine Anekdote, vor 7 oder 8 Jahren, können auch 9 gewesen sein, hatte ich, glaube ich, mal das erste Mal war das so mit dem sogenannten eBay-Betrug zu tun. Da ging es um nicht ausgeführte Bestellungen. Also heute gibt es ja eine 50-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass man bei eBay übers Ohr gehauen wird. Das war damals wohl etwas anders. Und eine Mandantin von mir, das weiß ich noch genau, hat Strafanzeige erstattet, weil sie bei eBay betrogen worden ist. Dann erhielt ich also den Anruf eines Beamten, weil sie mich benannt hatte, dass ich da tätig bin. Ich soll doch mal die Kontoauszüge mit den Zahlungen schicken. Habe ich gesagt, kein Problem, die mail ich Ihnen rüber. Sagt der, Mail habe ich nicht, Internet habe ich auch nicht. Und können Sie mal kurz erklären, was dieses E-Buy-Ding ist? Ja. Weder das mit der Mail kann Ihnen heute nicht mehr passieren. Also die Strafverfolgungsorgane in Deutschland, Polizei, Staatsanwaltschaften, die Bundesanwaltschaft natürlich sowieso, das Bundeskriminalamt erst recht, haben heute alle E-Mail. Viele Polizeibeamte wissen vielleicht noch nicht, dass sie eine E-Mail-Adresse haben. Also hier so da, wo ich gerade übers Land gefahren bin, das sah mir so aus, als würde es der eine oder andere Polizeibeamte vielleicht noch nicht wissen oder nicht wissen, wie an die E-Mails rankommen. Aber die meisten haben eine und nutzen sie auch. Zwischenzeitlich war es übrigens auch so, dass jeder Polizist in Nordrhein-Westfalen, da weiß ich das genau, einen Internetzugang hatte, nämlich auf dem Bildschirm, den ihm sein Polizeipräsident spendiert hatte. Komischerweise ist dieser Fortschritt wieder in einen möglichen Rückschritt umgeschlagen. Heute haben viele Beamte schon wieder kein Internet mehr. Und der Grund dafür ist, ich kenne viele Beamte, weil ich auch durchaus Polizisten, insbesondere in Disziplinarverfahren, vertrete gegen den eigenen Dienst. Der Grund, warum die plötzlich nur noch Intranet haben, liegt halt einfach daran, wie in jeder Firma, dass da der ein oder andere seiner Zweitexistenz bei Second Life nachgegangen ist während der Arbeitszeit. Er hat gechattet. Ja? Sie haben Männerseiten aufgesucht. Natürlich nur, um zu sehen, ob die Inhalte dort auch streng legal sind. Ja, das wurde also immer, oder halt die weibliche Waren, das übliche, was man kennt, Freundin.de, Cosmopolitan und ähnliches. Das war dann schon etwas kritisch. Das konnte man auch sehr deutlich daran sehen. Früher, wenn Sie auf ein Polizeipräsidium gegangen sind, also legendär, das Unfallverkehrskommissariat in Düsseldorf, wenn Sie da mal überraschend reingekommen sind, um eine Akte einzusehen,
und dann so durch so eine Bürotür gegangen sind, dann konnten sie davon ausgehen, da verschwindet sofort der Kicker in der Schreibtischschublade. Ja? Also derjenige, den sie da besucht haben, der hat sich unheimlich erschrocken. Und später, die letzten Jahre, waren das eher dann so hektische Mausklicks. Ne? Was machen Sie denn hier? Ja, so guten Tag. Ne? Aber die Zeiten, also wo jeder Polizist sozusagen das hatte, was sie alle hatten, haben während der Arbeit an der Universität, was heutzutage auch fast jeder Angestellte hat, nämlich Internetzugang, sind schon wieder vorbei. Das ist das Erstaunliche. Heute heißt es bei der Polizei, Intranet ja, Internet nein. Ja, muss man wissen. Das führt dann dazu, in Hamburg zum Beispiel, wir reden dann über die Möglichkeiten der Strafverfolgung. Ja? Wenn Sie also überlegen, dass ein Polizeibeamter ja nicht nur für Verkehrsdelikte, kleine Beleidigungen am Gartenzaun und Ähnliches zuständig ist, sondern das Internet als zweiter Lebensraum ja heutzutage auch eine Vielfalt von Kriminalität aufweist und dass es ja heute praktisch keinen, selbst noch so einfachen Kriminalfall gibt, wo keine E-Mails eine Rolle spielen. Ja? Oder zum Beispiel vielleicht irgendwelche Bestellungen, wie ich es gerade erwähnt habe, oder die bekannte üble Nachricht, ist das schon merkwürdig, dass dann Polizisten plötzlich wieder keinen Internetzugang haben. In Hamburg ist es zum Beispiel so, das konnten Sie neulich in einem Bericht des Hamburger Abendblatts entnehmen, dass 1400 Kripo-Beamte sich in Hamburg 50 Computer mit Internetzugang teilen. Ja. Das heißt, Kripo, wir reden hier nicht über Verkehrspolizisten oder die Bezirksbeamten, die bei Ihnen mal klopfen und Ihnen so ein Foto zeigen, kennen Sie den, der da 30 Kilometer zu schnell in Bragwede gefahren ist, sondern das sind die Kripo-Beamten, 50 Computer mit Internetzugang, offiziell Sicherheitsbedenken, inoffiziell Männerseite. So ist es. Und das führt mich aber zu einem anderen Punkt. Wir müssen uns klar darüber sein, und das erlebe ich auch in meiner täglichen Praxis, ich habe es mal getwittert, habe ich mal geschrieben, wenn das Internet wirklich ein rechtsfreier Raum wäre, dann würde ich 40% weniger verdienen als Strafverteidiger. Ja? Das führt mich dazu, Sie müssen sich klar darüber sein, positiv natürlich, dass sowohl bei den Strafverfolgern, zur Politik komme ich nachher, das Internet angekommen ist. Ja? Also Sie werden heutzutage, auch wenn ich mich bemühe, manchmal etwas überspitzt und ironisch zu formulieren, natürlich keinen, insbesondere jüngeren Polizeibeamten oder Beamtin treffen, die nicht weiß, was Facebook ist oder StudiVZ. Das sind Leute in ihrem Alter oder vielleicht etwas ein paar Jahre älter, die sind genauso mit dem Internet aufgewachsen wie die meisten von Ihnen, wenn ich mal so in die Gesichter da oben gucke, wahrscheinlich auch. Ich ja nicht, ja, ich habe noch die Geburt des Taschenrechners miterlebt, damals von Texas Instruments, die hatten dann solche Leuchtziffern. Ja? Das war damals die Krönung des technologischen Fortschritts. Hat übrigens die Lehrer und Eltern genauso in Panik versetzt wie heute das Internet mitunter, denn die dachten, wir lernen nie rechnen und wir lernen nie rechnen. Ja? Bei mir hat das dann auch gestimmt, aber es hat dann trotzdem einigermaßen geklappt. Derselbe Artikel im Hamburger Abendblatt wirft ein sehr interessantes Schlaglicht auf. Darauf, wie der zweite Lebensraum Internet auch bei den Strafverfolgungsbehörden angekommen ist. Da steht nämlich zum Beispiel über einen Kripo-Kommissar, der sich beschwert hat, dass er eben keinen eigenen Internetanschluss hat. Der 43-jährige Kommissar und seine 20 Kollegen müssen jeden Tag ins Internet. Über Sozialnetzwerke wie SchülerVZ, StudiVZ oder Facebook erfahren die Beamten viel darüber, mit wem Tatverdächtige in Verbindung stehen. Hier bekommen sie Informationen, die es im System der Polizei nicht gibt. Ja? Also der Fahndungscomputer 2.0 sozusagen, das Internet, ist wirklich was dran. Kleiner Beispielsfall, ich hatte eine große Schläger, ich nicht, aber ich habe ich wüsste ja nicht, was große gekommen wäre, das ist gar nicht so schlimm. Große Schlägerei, Disco-Schlägerei im Bereich Neuss oder so war das. Da ging es richtig zur Sache. Und da war es eben so, dass es nur sehr vage Täterbeschreibungen gab. Häufig ist ja auch gar nicht klar, wer hat zuerst zugehauen, wer ist abgehauen, wer wollte schlichten und so weiter. Und da ist es der Polizei, das habe ich dann erstmals nachvollziehen können, tatsächlich über Facebook und StudiVZ gelungen, sozusagen eine Domino-Kette nicht nur aufzubauen, sondern auch wieder umzustoßen. Die haben nämlich die Bilder kopiert und von Leuten, die dabei waren, also die üblichen Partybilder, ja, oder wir haben Betriebsausflug gemacht, ja, und dann sind sie immer so Gruppen junger Leute, die auf irgendwelchen Sofas sitzen oder sich irgendwelche Eimer mit alkoholischen Getränken an den Kopf halten. Und da haben die dann gesagt, hör mal zu, du bist das, ne? Wer ist das?
Da können Sie natürlich, wenn Sie nicht wissen, da kommen wir später zu, dass man als Zeuge bei der Polizei nichts aussagen muss, als 17-Jähriger wenig gegenhalten. Ja? Wenn der Polizist Ihnen sagt, das bist doch du, wie heißt der Typ da drei auf dem Sofa neben dir? Da müssen Sie schon gut sein, wenn Sie dann sagen, weiß ich nicht. Ja? Also die haben das dann rausgefunden. Viele wollten auch nicht sagen, weiß ich nicht, weil man kann ja auch ein Aufklärungsinteresse haben, das muss man ja auch sagen. Die haben dann gesagt, nein, der eine, das ist der Jürgen, der andere ist der Murat. Ja? Da weißt du, wie der Murat heißt, nein, aber ich habe seine Handynummer. Ja? Also so wurde dann die Kette geschlossen und dann wurde über Facebook und StudiVZ war es dann tatsächlich möglich, drei Haupttatverdächtige sozusagen zu ermitteln. Tolle Sache. Ja? Ganz ohne Fahndungscomputer. Und das hätte, weil ja kein Polizist, hätte natürlich nie geklappt, wenn die von Tür zu Tür gegangen wären. Ja? Also Sie sehen, wichtig, dass man sich darüber im Klaren ist, was man über sich ins Netz stellt und wie man seine eigene Privatsphäre definiert. Das Netz vergisst also nicht. Ich habe einen ganz aktuellen Fall. Morgen verhandeln gerade Düsseldorf eine große Geschichte, da vertrete ich den Nebenkläger. Da ist jemand aus dem dritten Stock eines Fensters gesprungen, nachdem vorher versucht worden ist, von ihm Geld einzutreiben in einem Büro, ja, mit Nötigung und alles Mögliche. Haben Sie vielleicht das heute in der Zeitung? Also, ja. Kann ich gemerkt. Und die haben den also übel rangenommen, ja, die haben den schon da richtig verkloppt, gedroht, sie würden ihm eine Plastiktüte über den Kopf stehen, Kabelbinder, sich mal überlegt, welche Kellerräume für die weitere Behandlung zur Verfügung stehen und aus irgendeinem Grund, der noch zu klären sein wird, ist der Arme aus dem Fenster gefallen. Ja? Also, ich will nicht sagen, dass das jetzt selber ein Unschuldslamm ist, wir reden da natürlich über eine gewisse, sag ich mal vorsichtig, Szene, wo sowas nicht üblich ist, aber halt vorkommt. Nur es ist jetzt so, dass natürlich die Vertreter der Angeklagten, also die ihn da ein bisschen in die Mangel genommen haben, großes Interesse daran haben, den armen Nebenkläger zu einem Überfluss, er ist also nicht aus dem Fenster gesprungen worden sozusagen, sondern er soll jetzt auch noch diskreditiert werden, so nach dem Motto, dass ich nicht so ganz verstehe, bloß weil einer vielleicht selber nicht eine ganz saubere Weste hat, also möglicherweise ein Kleinkrimineller ist, hat er dann weniger darunter gelitten, darf man den eher mal so ohrfeigen und verpassen und in die Kniekehlen treten, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben die auf Facebook in einem dritten Account ein Video gefunden, das meinen Mandanten in der Badewanne eines teuren Hotels zeigt, wo er aus seinem Leben erzählt. Ja? Offensichtlich war Alkohol anwesend, ja? Und er erzählt natürlich unheimlich viel Quatsch. Und da sehen Sie mal, da ist man plötzlich als Anwalt in so einem Prozess mit einem Facebook-Video, das da aus dem Nichts auftaucht, konfrontiert, das einen Menschen sozusagen diskreditieren soll. Ja? Also Partybilder, der nächste Schritt, jetzt haben wir dann also ein Video. Ich gehe nicht davon aus, dass das Gericht bereit ist, sich das Video anzusehen. Stichwort Privatsphäre und was soll damit bewiesen werden, ich habe es ja gerade angedeutet. Aber spannend ist es schon, weil das erste Mal, dass ich wirklich sozusagen mit einem Inhalt, Content von Facebook konfrontiert werde, der dann gegen einen, nicht Angeklagten, aber Prozessbeteiligten verwendet werden soll. Ist schon merkwürdig, aber scheint der neue Trend zu sein, dass man also, genau wie das die Boulevardmedien übrigens auch machen, nach großen Unglücken, erstmal ganz schnell auf die sozialen Netzwerke geht, um mögliche Opferbilder zu finden. Ja? Als wenn hier heute Abend irgendein Feuer ausbricht und viele von uns verletzt werden oder umkommen oder ähnliches, können Sie davon ausgehen, dass die Vertreter der einschlägigen Medien nicht hier hinkommen, sondern erstmal gucken, welche Studenten sind aus Bielefeld sind denn bei Facebook eingeschrieben und was waren da heute für Veranstaltungen. Und wer könnte das denn alles gewesen sein? Sie hatten eine Frage. Wenn Sie übrigens was anmerken wollen, tun Sie das. Wir können auch im Anschluss gerne nochmal über Fragen, die Sie haben, sprechen. Ich bin allerdings nicht allwissend, sodass wenn Sie gerne was anmerken möchten, durchaus auch kritisch oder eine andere Sicht der Dinge präsentieren möchten, jederzeit gerne. Wenn es zu lang werden sollte, würde ich Sie abbrechen, dann können wir vielleicht am Ende nochmal drüber sprechen. Aber sonst sind Beiträge gern willkommen. Ja, bitte. Was mich gerade irritiert ist, wie kann es sein, dass in einem Fall die Privatsphäre quasi gewahrt wird, sprich das Video nicht verwendet wird, in dem anderen aber durchaus über Profile gesucht wird nach möglichen Bildern? Also ist das eine geschützt gewesen, das andere nicht? Ich habe vergessen dazu zu sagen, Sie wollen ja alle noch Fußball gucken und ich will auch nach Hause fahren nachher. Also ich habe vergessen zu sagen, dass dieses Video von meinem Mandanten ohne sein Einverständnis von einem seiner Freunde bei Facebook eingestellt worden ist.
Also kein eigener Inhalt, wo er jetzt gesagt hat, das mache ich selber, sondern wir haben jetzt erst davon erfahren, dass das einer gemacht hat. Ja? Auf seinem eigenen Facebook-Profil. Ja? Also Kompliment auch an die gegnerischen Anwälte sozusagen, die haben da richtig recherchiert. Ja? Das muss man sagen. Also freiwillig. Ja? Was natürlich ganz interessant ist, vielleicht als Randbemerkung, Partybilder bei StudiVZ. Ja? Sie waren am Samstag auf der Party und dann gehen Sie dann am Montag bei StudiVZ rein, um mal zu gucken, was Ihre Freunde am Wochenende gemacht haben. Und dann sehen Sie bei Ihrem Kollegen Georg, ja, der war nicht nur wie Sie auch auf der Party, sondern er hat auch fleißig fotografiert. Und zwar Sie auch. Ja. Das müssen Sie nicht hinnehmen, wenn er das auf sein StudiVZ-Profil stellt, weil Sie haben auch, wenn es sich um Partybilder handelt, ein Recht am eigenen Bild. Ja. Also er kann dann nicht einfach Sie in positiven oder negativen Posen da reinstellen, sondern Sie hätten zivilrechtlich jetzt argumentiert gegen ihn einen Unterlassungsanspruch. Er darf das nicht. Ja? Sie dürfen nicht Bilder dritter Personen, es sei denn, Sie stehen jetzt hier vor dem Haupteingang an der Uni, wenn Sie ein Foto machen, also öffentlicher Bereich, vereinfacht ausgedrückt, dürfen Sie nicht einfach so veröffentlichen. Streng genommen müssen Sie also für so ein Facebook-Partybild alle, die Sie fotografiert haben, fragen, ob die einverstanden sind. Ja? Aber natürlich, und wenn Sie vielleicht in die Quintessenz, wenn Sie mal aufgefordert werden, so ein Foto zu entfernen, dann tun Sie es lieber, bevor Sie dann ein Anwaltsschreiben bekommen. Ja? Das wäre nämlich durchaus begründet. Ja, was machen wir? Partybild. Also ein Belegexemplar ist per E-Mail erbeten. Ja. Aber sonst dürfen Sie damit machen, was Sie wollen. Was macht? Ein bisschen Praxis, was macht die Polizei im Internet? Man muss sich darüber im Klaren sein, dass es nicht nur so ist, dass die Polizei, wenn sie einen konkreten Anlass hat, also es ist irgendwo eine Straftat begangen worden oder es gibt Anhaltspunkte für die Ermittlungen rechtfertigen, tätig wird, sondern wir haben in Deutschland auch etwas, finde ich ganz toll, ja, schon der Name, anlassunabhängige Internetüberwachung. Ja? Ich weiß nicht, wer hat schon mal was davon gehört? Also eine knappe Minderheit, dann kann ich es Ihnen ja getrost erzählen. Anlassunabhängige Internetüberwachung ist angesiedelt beim Bundeskriminalamt und den Landeskriminalämtern. Das ist so eine Art Traumjob für Internetfreaks. Ja? Die sitzen dann nämlich als Polizeibeamte besoldet Schicht um Schicht und surfen im Internet. Ja? Bezahlt. Ja? Und ganz hört sich interessant an. Ich kenne allerdings jemanden inzwischen, der da arbeitet und das ist sehr langweilig, weil das ist, Sie haben da keinen Freibrief. Ne? Sie können da jetzt nicht sagen, ich gucke jetzt das Internet durch und mache das genau dasselbe, was meine Kollegen machen. Also bitte zum Running Gag, Männerseiten, ne? Sondern die haben da klare Vorgaben, was sie machen müssen. Und es ist auch eine sehr technische Arbeit, weil die Hauptressourcen, das sind also beim Bundeskriminalamt, glaube ich, 17 Beamte, die da sitzen. Nicht Tag und Nacht, also die machen da in Wechselschicht arbeiten, die, also hat mehr so technische Aufgaben, die überwachen vorwiegend die Tauschbörsen und das Usenet auf insbesondere kinderpornografische Abbildungen, aber auch solche Sachen wie gewaltverherrlichende Schriften, in Deutschland indizierte Filme, das wäre dann also 131 Strafgesetzbuch, glaube ich, um einen Paragraphen zu nennen, komme ich später nochmal dazu. Und sie überwachen die Tauschbörsen also aktiv. Das heißt, sie setzen eine sogenannte Scan-Software ein, die dann nach diesen berühmten Hash-Werten, ja, da wissen Sie, weiß ich, ob Sie technische Studiengänge vorwiegend sind, mehr als ich, die nach diesen Hash-Werten von Dateien suchen und dann überprüfen, wo werden solche Dateien reingestellt. Ist ganz interessant, müssten Sie vielleicht wissen, wenn Sie sich in solchen dunklen Ecken, dunklen oder grauen Ecken des Internets umtreiben, ohne jetzt, das unterstelle ich keinem, solche strafbaren Inhalte zu suchen, man kann auch aus Versehen reinkommen. Ich habe es in zahlreichen Ermittlungsakten schon gesehen, wenn diese BKA-Beamten anlassunabhängige Internetüberwachung, die es übrigens auch bei einigen Landeskriminalämtern gibt, also schätzen, wir können davon ausgehen, ständig surfen 30 oder 40 Polizisten für Ihre und meine Steuergelder im Internet und kontrollieren das, also Stichwort rechtsfreier Raum, kann ich da so eigentlich gar nicht mehr erkennen bei so einer Personalzahl. Die finden also jetzt zum Beispiel in einer Tauschbörse ein kinderpornografisches Angebot. Was denken Sie, was die machen? Würde man ja erstmal vermuten, die löschen das Angebot,
und versuchen festzustellen, von wem das kommt. Ja? Also laden das möglicherweise mal probeweise runter, sichern die IP-Adresse und gucken dann, von wem kommt das und ermitteln gegen den. Kann so sein, muss aber nicht. Ich habe es auch schon aus Akten entnommen, dass das Bundeskriminalamt dann die Inhalte kapert. Ja? Die gehen dann also zu dem betreffenden Provider und sagen dem, pass auf, wir beschlagnahmen sozusagen diesen Account, die kapern den, lassen sich ein neues Passwort setzen und halten dieses Angebot für eine gewisse Zeit aufrecht. Ja? Also Beispiel zum Beispiel, die Datei hieß irgendwas mit Lolita 1900 minderjährig Kind. Ja? Also sicherlich ganz übler Inhalt. Die Datei wurde dann ausgetauscht, ja, gegen eine legale pornografische Abbildung oder einen kurzen Film und wurde dann weitere 4 bis 6 Wochen, soweit ich mich erinnere, auf jeden Fall mehrere Wochen im Netz gelassen. Und dann wurden alle sozusagen, die dann da drauf gekommen sind und versucht haben, diese Datei nicht aufzumachen oder runterzuladen, wurden die IP-Adressen festgehalten und gegen alle diese Leute wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. Das nennt sich Honeypot. Ja? Haben sie auch ähnlich wie verdeckte Ermittler im Betäubungsmittelbereich. Ja? Ich weiß nicht, wie es in Bielefeld ist, wenn sie in Düsseldorf, ich weiß es aus vielen Fällen, weiche Drogen am Hauptbahnhof kaufen wollen, da ist die Gefahr recht groß, dass sie in einen verdeckten Ermittler kommen. Ja? Die nehmen sich mitunter auch gegenseitig fest, weil die müssen jetzt aber noch mehr Sachen feststellen dann bei der Ermittlung. Nö. Also wenn ich einmal auf den Handwort trifft, dann reicht das gewissermaßen. Ja, das Problem ist ja, ich nehme es mal vorweg, das Problem ist dann einfach, Sie brauchen dafür einen Durchsuchungsbeschluss keinen dringenden Tatverdacht und keinen großen Tatverdacht, Sie brauchen ja nur einen Anfangsverdacht. Ja? Und wenn Sie mit Ihrer IP-Adresse, ja, oder schlimmer noch, Sie sind der Anschlussinhaber und Ihr Sohn, Freund, Lebensgefährte, Mitbewohner, Besucher, ob jetzt freiwillig oder unfreiwillig über Ihr WLAN, macht das, dann hat die Polizei die IP-Adresse, da wollte jemand Kinderpornos runterladen, die gar keine mehr waren, weil er die Datei ausgetauscht hat. Vielleicht hat er auch gar nicht, ich sag mal jetzt, genau gelesen, sondern einfach nur nach normaler Pornografie gesucht, das begründet halt den Anfangsverdacht. Und dann stehen die bei Ihnen vor der Tür. Kurz gesagt, wenn die dann ihre Computer mitgenommen haben und nach einem Jahr ausgewertet haben und sie besitzen keine kinderpornografischen Schriften, hat sich der Tatverdacht eben zerschlagen, dann kriegen sie ihre alten 486er Prozessoren wieder. Ja? Dann, wenn sie mal den zeitlichen Ablauf sehen, das wäre dann so, wenn sie dann, das wird das iPhone 3 wird beschlagnahmt und sie kriegen es dann wieder, wenn das iPhone 7 auf den Markt kommt. Ja. Ich wollte das nur noch kurz nochmal sagen, es gibt ganz erstaunliche Dinge im Bereich von verdeckten Ermittlern. Ich weiß es aus einer Ruhrgebietsstadt, deren Namen ich jetzt nicht nennen will, aber die mit B beginnt. Die beschäftigen seit Jahren einen verdeckten Ermittler, der selbst heroinabhängig ist. Ja? Also um sozusagen, ich weiß nicht, ob das um seine Glaubwürdigkeit zu erhöhen ist oder... Es gibt immer wieder Diskussionen vor den Gerichten auch, wie man so jemanden beschäftigen kann, aber offensichtlich hat man da keine Probleme mit. Ich bin der Meinung, so jemand müsste in die Reha geschickt werden oder in den Zug. Ja? Das kann ja eigentlich nicht sein, dass der Dienstherr da zuguckt, wie der da Drogengeschäfte nicht nur anleiert, sondern sogar Drogen selbst konsumiert und abhängig ist. Ja? Aber das nur mal als Beispiel, was alles möglich ist. Die Gerichte decken das, ne, indem er dann zum Beispiel nur anonym vernommen wird und sich zu diesem Punkt auch nicht äußern muss, auch auf Fragen der Anwälte. Ja. Wird dann immer gesagt, keine Fragen zu diesem Bereich, das wird auch vom Bundesgericht so offensichtlich so. Interessant ist auch, dass jetzt die verdeckten Ermittlungen ausgeweitet werden sollen, zum Beispiel auf die linke bzw. Alternative oder was auch immer, wie man sie nennen will, Szene, ja, möglicherweise auch auf die rechte Szene. Es gibt nur konkrete Pläne, zum Beispiel, dass Mitarbeiter des Bundeskriminalamtes, die dann extra angeworben werden sollen, Weblogs gründen sollen, um sozusagen die autonome Szene, also links eine militante Gruppe, militante Gruppe, ne, oder wie heißt sie? Militärische Gruppe, MG. Ja. Da hat das BKA ja große Probleme mit.
mit den immer brennenden Autos in Berlin und so, und die sollen Blocks hochziehen und sozusagen sich in die Szene einschleusen. Ja? Also wenn sie dann das Entsprechende können, dann können sie sich da bewerben. Ich stelle mir das dann also so vor, interessant, wenn das so läuft, dann schreibt er dann über den Instant Messenger sozusagen, gibt sich als Blog-Autor aus, der da gut Feuer macht, so, hey Alter, geh mal Autos abfackeln, ne? Schreibt er dann da rein und dann so ein bisschen so Beamtensprech rein, hochachtungsvoll, dein Buddy Josef, genannt Easy Schmitz oder so. Ja? Ich weiß es nicht. Ne? Ich frage mich immer, was soll das bringen? Ja, da sollen also BKA-Beamte bloggen, ja, und zwar unter falscher Flagge. Ja? Ich meine, vielleicht könnte man das Geld auch mal für sinnvolle Ermittlungsmethoden ausgeben, zum Beispiel im Bereich der organisierten Kriminalität. Ja, das ist ja ein großes Problem, ich sage das mal am Rande. Ich mache den Job, wie gesagt, schon sehr lange. Ja. 95% der polizeilichen Energie in Deutschland gehen in die Bagatellkriminalität. Ja. Stichwort Betäubungsmittelbereich. Ja. Ich habe Mandanten aus der Szene, die sind schwer abhängig. Ja. Die werden dreimal im Monat, nicht in der Woche, die werden dreimal im Monat festgenommen, bloß weil sie abends zu Fuß unterwegs sind. Kriegen sie ein Ermittlungsverfahren, wird eingestellt, weil sie 1 Gramm Heroin dabei haben zum Eigengebrauch. Es wird dann wieder eingestellt, weil sie schwer abhängig sind. Vielleicht kriegen sie auch mal eine Geldstrafe, vielleicht kriegen sie auch eine Bewährungsstrafe. Die werden eingesackt. Ja? Aber schon eine Etage höher, ja, da müsste man ja dann Arbeit investieren, um an diese Leute ranzukommen. Ja? Da könnte man ja mal sowas machen. Ja? Das passiert aber nicht. Und das haben sie in allen Bereichen, auch in Bereichen der Wirtschaftskriminalität. Ja? Wenn Sie einen kleinen Ebay-Shop haben und 100 Leute abzocken mit Flachbildfernsehern, da trifft Sie die Härte des Gesetzes. Ja? Wenn Sie das Ganze im Bankenbereich oder im Versicherungsbereich machen, das versteht dann keiner bei der Polizei. Ja? Das ist alles zu schwierig. Wie soll man da drankommen? Wer kann das überhaupt durchleuchten? Ja? Ich sage immer, bringt mal euren Arsch ein bisschen auf und kümmert euch mal an die richtigen Fälle. Ja? Also wir Verteidiger, wir leben ja eher von den großen Fällen, wir sind natürlich dankbar dafür, ja? Weil die Mandanten immer denken, was wir für Wunder vollbringen, wenn dann so 20 Aktenordner angeliefert werden und wir dann ein Gespräch mit dem Staatsanwalt und Richter führen, damit das Verfahren gegen Zahlung von 150.000 Euro wegen geringer Schuld eingestellt. Ja? Wie hast du das denn hingekriegt? Ach, Geheimrezept, ich kenne den Staatsanwalt und so, ja. Es liegt einfach daran, dass die Ermittlungsergebnisse so schrottig sind. Da kommt nichts mehr rum. Gerade also je höher die Kriminalitätsstufe ist, desto weniger ist es der Polizei möglich, vernünftige Beweismittel sicherzustellen. Ja? Gut. Die anlassunabhängige Internetüberwachung ist immer präsent. Sonst tätig wird die Polizei logischerweise bei einem konkreten Tatverdacht tätig. Ja? Konkreter Tatverdacht im Internet kann man auf vielfältige Art und Weise nutzen. Wir haben seit Jahren die sehr beliebten Internetwachen. Da gibt es dann ein Formular auf der Webseite, können Sie mehr oder weniger anonym eine Anzeige absetzen. Das ist dann sozusagen die Beta-Version des jetzt geplanten Notrufknopfes im Browser. Ja, das ist dann die Kriminalwache 3.0 sozusagen. Wenn das in den Browser eingebaut wird, dann können Sie sich ja vorstellen, wie die ganzen Kids dann immer, wenn sie von Geld, Mütter, ja, egal was es ist, immer erstmal den Notruf betätigen. Ja. Also, missverständliches Wortspiel auf Spiegel Online gibt dann 7000 Strafanzeigen per Notruf-Button. Ja. Also, ich kann es ernsthaft, ehrlich gesagt, nicht nachvollziehen, aber sie haben eben große Möglichkeiten, auch quasi anonym Strafanzeigen zu machen. Aber wenn sie bitte eine anonyme Strafanzeige machen wollen, ja, dann gehen Sie bitte ins Internetcafé oder nutzen Sie einen Proxy- oder Anonymisierungsdienst, weil die Internetwachen trotz gegenteiliger Beteuerungen die IP-Adressen loggen. Ja? Ich hatte schon mal einen Fall, wo jemand meinte, er hätte eine anonyme Anzeige gestellt. Da stand dann eine Woche später ein Polizeibeamter bei ihm vor der Tür und wollte Näheres zu seiner anonymen Anzeige. IP-Adresse, kommen wir später noch zu. Sie können anzeigen, wird gerne gemacht, ja, schon öfter gehabt, also so Fälle, wo dann besorgte Mütter irgendwelche Weblogs denunziert haben, die allerdings völlig jugendfrei waren. Aber halt, wie gesagt, vielleicht, dass man ein missglücktes Wortspiel hatten oder ein bisschen satirisch sich geäußert haben, ist heutzutage leider so, dass da viel Probleme entstehen können. Dann haben wir natürlich noch, wie immer, anlassunabhängige Internetkontrolle. Wir haben auch
die Sauberleute fürs Internet, die deutschlandspezifischen Sauberleute, die heißen jugendschutz.net. Sie nicken schon und ihr Kopf fällt entsetzt auf ihre Arme. Ja. Aus meiner Sicht eine sehr merkwürdige Organisation, die von den Ländern getragen wird. Da sitzen Sozialpädagoginnen vorwiegend und Pädagogen. Ja. Jetzt fallen noch weitere Begriffe auf. Ja. Nichts gegen Anwesende aus diesem Studienbereich, weiß nicht, wie man da ist. Aber die haben die Aufgabe, sozusagen Eingaben von Bürgern, sie können natürlich auch bei Jugendschutznet eine anonyme Anzeige hinterlassen, zu überprüfen, ob die Seite den Jugendschutzvorschriften entspricht. Und da kommt es dann schon mal vor, dass wir so ein Internetangebot haben. Mir ist es noch nicht passiert, aber anderen schon. Ich habe auch wenig Bilder. Texte sind wahrscheinlich auch zu kompliziert. Da kommt dann so ein Brief: Wir sind das Jugendschutznet und wir werden vom Staat bezahlt. Wir haben Ihre Seite angeguckt. Die Seite verstößt gegen das Jugendschutzrecht. Wir geben Ihnen Gelegenheit, innerhalb von 14 Tagen Ihre Seite in Ordnung zu bringen. Dann sagen Sie: Ja, ich habe ungefähr 47 Gigabyte Material auf meinem Webspace. Was meint ihr denn jetzt so? Ja, ja, das ist halt so. Ja. Dann kommen Sie schon mal zu mir und sagen: Ich könnte ja höchstens das und das Bild sein, und was meinen die jetzt? Ja? Und ich habe dann auch schon öfter da zurückgeschrieben und gesagt, wir haben alle Inhalte durchgesehen, gegen Stundenhonorar natürlich, und konnten nichts feststellen. Ja, und dann, was passiert? Schweigen. Ja? Also, da wird häufig der Button für das Musterschreiben an die im Impressum angegebene Adresse viel zu häufig geklickt. Ja? Und das ist auch so, dass die wirklich Inhalte beanstanden, die einfach nicht unter das Jugendschutzrecht fallen. Ja? Wir werden, das wissen Sie, demnächst wahrscheinlich einen neuen Jugendmedienstaatsvertrag bekommen, so ein tolles Ding. Das ist jetzt verabschiedet worden, wo es dann verpflichtend werden soll, für Internetanbieter ihre Seiten nach Alterskategorien einzuordnen. Da müssen Sie also, muss die Universität Bielefeld dann eben gucken, ob ihre Seite FSK 6 oder FSK 12 ist. Ja? Wenn Sie das nicht machen, ist noch nicht ganz klar, was da passiert. Ist auch nicht ganz klar, wenn Sie zum Beispiel zum Ergebnis FSK 16 kommen, ob Sie dann Ihre Internetseite immer nur von 8:22 Uhr freischalten können. Ja? Ich habe manchmal das Gefühl, das ist dieser Jugend, die Vertreter, die das aushandeln, die werden von der ausländischen Provider-Industrie gesponsert. Ja? Weil Sie wissen ja auch, das muss man auch ganz klar sagen, die Grenze für derartige Dinge ist die bundesdeutsche Landesgrenze. Ja? Wenn der Server in Amsterdam steht, ja, dann können die machen, was sie wollen, dann gilt das dortige Jugendschutzrecht. Und das hat sich noch keiner getraut, das wird sich auch wahrscheinlich letztendlich keiner trauen, zu sagen, wir lassen Angebote aus den Niederlanden oder möglicherweise von noch weiter her hier nicht nach Deutschland rein. Dann hätten wir nämlich chinesische Verhältnisse. Ja, das muss man mal ganz realistisch sehen, wenn sowas passiert. Dann wäre das Internet sozusagen ein Intranet für die Deutschen. Ja? Ich glaube, wenn die Deutschen sonst recht behält sind, ich glaube, das würde sich dann doch nicht gefallen lassen. Ja, aber es soll doch im Rahmen des Jugendmedienstaatsvertrages Jugendschutz, ich weiß nicht, wieder auf den SDV, wird das noch verliehen und wer seine Angebote dann verlagert ins Ausland, muss damit rechnen, durch diese Filter nicht mehr durchzukommen. Wer die installiert, ist natürlich wieder eine andere Frage. Ich weiß, dass es diese Pläne gibt, aber ich habe ja gerade gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass das Realität wird. Ja, das, dann können wir uns ja alle bei Amnesty International wenden. Naja, also. Falls die Seite noch erreichen kann. Also. Ein Mandant von mir hatte eine Filmseite, der ist so Filmblogger, ja. Der stellt dann auch mal Filmschnipsel ins Netz und der hat auch Post von Jugendschutznet bekommen, denn er hatte den schönen Film August Boredom Underground in einem Schnipsel auf seine Seite gestellt. Der Film hat, wie ich meine, zu Recht bei einer amerikanischen Netzseite den Rang Nummer 7 der krankesten Filme aller Zeiten bekommen. Ja. Das Problem an der ganzen Geschichte war nur, abseits von Jugendschutznet, der wurde angezeigt, da ging die Anzeige zur Polizei, der Polizist hat sich einen der 50 freien Computer gesichert, hat sich das angeguckt und hat ein Ermittlungsverfahren wegen Kindesmissbrauch,
Tötung, Mord, ja, Kindesmissbrauch, Mord, Vergewaltigung, Sexualstraftaten rauf und runter eingeleitet, weil er dachte, er wäre jetzt auf den ersten echten Snuff-Movie aller Zeiten. Ja, Sie lachen, ne? Sie lachen, mein armer Mandant, da so ein Angestellter aus Mülheim an der Ruhr, der macht ja sein Hobby mit Horrorfilmen, ja. Da stand dann morgens um 6 Uhr ein 7-köpfiges Polizeikommando. Und man konnte sozusagen mit Mühe und Not einen Haftbefehl abwenden, indem er dann belegt hat, dass es diesen Film auch bei Amazon in der FSK von 18 Fassung gibt. Ja? Also grauenhaft, ne? Was man ihm zur Last legen muss, das war einer der Fälle, die auch nach heutigen, der Film ist möglicherweise fällt unter den Straftatbestand der Gewaltverherrlichung, ja, weil er ist wirklich übel. Nur, der hätte den im Prinzip eigentlich nur zeigen dürfen im Internet gegen Altersverifikation. Ja, also er hätte prüfen müssen, ob seine Nutzer 18 sind, also müsste dann als Privatmann Postident-Verfahren machen. Ja. Also, praktisch durfte er es nicht, aber es war halt nun mal ein nicht Hollywood-Film, der kommt, glaube ich, aus Kanada, eine ganz normale Filmproduktion, wenn auch aus dem Bereich des eher schlechten Geschmacks. Aber auch der schlechte Geschmack kann ja sich auf die Kunstfreiheit berufen. Ja? Wir sind ja noch nicht berufen zu sagen, ich gucke zum Beispiel auch sehr gerne schlechte Filme. Ja? Also, sowas in die Richtung. Ne? Und das Problem ist halt, er hat dann einen Fehler gemacht, er hätte da wirklich diese Szene nicht reinstellen dürfen. Aber dieses ganze Ermittlungsverfahren, einschließlich Beschlagnahme des Computers und so weiter, war natürlich keine schöne Sache. Ja? Der Mann ist verheiratet, hat eine kleine Tochter, die Frau dachte natürlich zuerst, was führt er denn für eine Zweitexistenz, mein Mann? Ja, ist das der Ted Bundy des Ruhrgebiets? Gut, also Sie sehen, man muss vorsichtig sein, auch gerade was solche möglicherweise leichtfertig ins Netz gestellten Inhalte angeht. Der Weg bis zur Hausdurchsuchung ist häufig kurz, ja, wenn Sie sowas machen. Die Richterin hat sich übrigens geweigert, sich das überhaupt anzugucken. Ja, man kann dann sogar eine Anklage wegen 131. gewesen, Gewaltverherrlichung. Die Richterin hat sich geweigert, das anzusehen, nachdem ich ihr gesagt habe, was da drin genau vorkommt. Und hat das Verfahren dann eingestellt mit Zustimmung der Staatsanwaltschaft, weil wir eben das belegen konnten, dass das alles nicht so war. Aber schön ist es letztendlich nicht. Gut, wir haben ja gehört, also diese Ermittlung. Das Spezifische am Internet ist, das müssen Sie sich klar machen, ist, der Anknüpfungspunkt für die Ermittlungen im Internet ist in der Regel die IP-Adresse des jeweiligen Anschlusses. Ich habe jetzt nicht gesagt, und das wird Ihnen vielleicht aufgefallen sein, die IP-Adresse des jeweiligen Internetnutzers. Denn, da sage ich Ihnen ja nichts Neues, die IP-Adresse ist nichts anderes als die Kennung des Anschlusses im Netz. Wer jetzt konkret diesen Anschluss genutzt hat, das steht nicht in der IP-Adresse. Ja? Stichwort Wohngemeinschaft, Stichwort Universität, ja? Auch bekannt als File-Sharing-Hochburg. Ja, also das sage ich jetzt was Falsches. Nee, das ist ja ein allbekanntes Problem von Universitäten und Studentenwohnheimen. Ja. Ich hatte mal Leute vom Studentenwohnheim in Aachen bei mir sitzen. Da wurden in einem Monat, und das ist schon Jahre her, das war damals eine gigantische Summe, 3500 Gigabyte, also 3,5 Terabyte, das ist aber 5 oder 6 Jahre her. Ja. Getauscht, da hat dann der Verwalter irgendwann gesagt, so, wir müssen jetzt langsam mal ein bisschen vorsichtig werden. Die IP-Adresse führt zu dem Computer und zum Anschlussinhaber. Das muss Ihnen klar sein, wenn Sie Anschlussinhaber sind und andere diesen Anschluss benutzen. Ja? Also ich bin beileibe kein Vertreter von unnützen Dingen, aber denken Sie mal dran, auch wenn Sie ein WLAN betreiben oder sowas, es wäre schön, wenn man sein WLAN offen lassen könnte, weil das würde vielleicht auch die Internetkultur in Deutschland etwas verändern, wenn man auch unterwegs, ohne dass man jetzt UMTS hat oder so, ins Netz gehen könnte, aber es geht halt einfach nicht, weil ich meine, das Risiko ist zu groß. Ja? Sie sollten es schon einigermaßen verschlüsseln. Aus meiner Erfahrung, ich kann Ihnen das nur raten, und Sie müssten vielleicht auch mal gucken, was andere Leute, die über Ihren Anschluss surfen, auch machen. So blöd es sich anhört, ja, aber gilt auch zum Beispiel im Verhältnis Eltern-Kind, ja, oder Kind-Eltern oder Eltern-Kind.
Eltern, Opa, was weiß ich, ja, kann alles sagen. Ja. Vorsicht, denn die Polizei steht bei Ihnen als Anschlussinhaber und nicht bei demjenigen, der möglicherweise den Mist gemacht hat oder das gemacht hat, was für Mist gehalten wird. Man weiß das heute nicht. Ja. Es gibt ja nicht nur Rückschritte in diesem Bereich. Wir haben ja auch vor kurzem, das wird ja auch viel beklagt im Moment, wieder etwas Entspannung erfahren, nämlich durch die Abschaffung der sogenannten Vorratsdatenspeicherung, VDS, hat das Bundesverfassungsgericht ja ein Machtwort gesprochen und gesagt, so geht's nicht, vorerst, ja, das Ganze haut nicht hin. Da muss man sagen, aus meiner Sicht gute Sache, denn das war für mich schon aus meiner privaten Sicht eine sehr, sehr verhängnisvolle Geschichte, dass man also sozusagen prophylaktisch überwacht wird für den Fall, dass man ein Terrorist oder schwerer Straftäter sein könnte. Ja. Das ist, finde ich, schon ein starkes Stück in einem freien Land. Ja. In einem freien Land hat man normalerweise das Recht, das hat der Bundesinnenminister gestern übrigens auch gesagt, sich grundsätzlich unbeobachtet zu bewegen, sowohl im wirklichen Leben als auch im Internet. Ja, also kein schlechter Mann. Ne? Also erstmal was die Worte angeht, er hat ja gestern eine Rede zur Netzpolitik gehalten, die können Sie im Netz nachlesen. Das ist schon mal eine Grundeinsicht, die man teilen kann. Durch die Vorratsdatenspeicherung wäre das natürlich alles extrem kaputt gemacht worden. Und ich weiß halt auch aus Erfahrung, weil wir natürlich inzwischen viele Akten hatten, wo dann Vorratsdaten sozusagen eine Rolle spielten, das war eigentlich schon so geplant zunächst, dass man das für jede Art von Kriminalität verwendet. Ja, also auch für den normalen E-Mail-Betrug. Oder wenn sich Ihr Nachbar zum Beispiel darüber beschwert, dass er immer anonyme Anrufe bekommt und da aufgelegt wird, ja, und sagt, das kann eigentlich nur mein Nachbar sein, dieser komische Student, der ist nämlich nachts um drei, brennt bei dem immer Licht. Ja. Also es kann ja nur ein Verbrecher sein. Ja. Und dann hätte man da mal gucken können, wo telefoniert der Student denn sonst hin. Ja? Hätte man vielleicht festgestellt, sein Nachbarn hat er nicht angerufen, aber der spricht immer mit anderen dubiosen Dingen, ja? Mit der Drogenberatung. Ja? Ja. Problemfall. Ja? Wenn einer in drei Wochen viermal mit der Drogenberatung telefoniert, kann das ja nur so sein. Entweder arbeitet seine Freundin dort und er plaudert, solange sie keinen Anruf hat, oder er hat ein Drogenproblem. Ja? Nächster Schritt, gucken wir doch mal bei dem vorbei. Ja? Also entweder gucken, wie die Freundin so ist, oder bevor man wirklich ein Problem hat. Ja, so denken Polizeibeamte mitunter. Ja? Also nicht viele. Das wäre gefährlich gewesen, hätte uns große Probleme gemacht. Das muss man mal klipp und klar sagen. Und nach der Erfassung, wie sie dann durch das Bundesverfassungsgericht in Kraft gesetzt wurde, hatte die Vorratsdatenspeicherung, wenn man sie denn beachtet hätte, also die Regel beachtet hätte, für ungefähr 95% aller Kriminalitätsfälle keine Bedeutung gehabt. Denn die 95% der Kriminalität ist Bagatellkriminalität oder leichte Kriminalität. Das heißt, dafür hätten die Daten überhaupt nicht verwendet werden dürfen. Ja? Also wenn Sie mal über diese Problematik stolpern, spätestens dann, wenn das wieder diskutiert wird, lassen Sie sich nicht durch diese Geschichten, die dann immer wieder kommen, in die Irre führen, dass es dann gesagt wird, wir können ja keine Straftaten mehr im Internet verfolgen, weil die Vorratsdatenspeicherung abgeschafft worden ist. Ja? Die Vorratsdatenspeicherung darf nach den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichtes für 95%, nämlich die Bagatelle und die leichte Kriminalität, sowieso nicht verwendet werden. Ja? Ja? Und dann heißt das, bleibt 5% übrig, wo es möglicherweise eine Verwendungsmöglichkeit für die Daten geben könnte. Ja? Wenn Sie aber überlegen, dass die 5%, die Schwerkriminalität sind, ja, sicherlich nicht das sind, was Sie und ich in der Masse begehen, sondern dass das natürlich wieder, sagen wir mal, von spezifischen Bevölkerungsgruppen begangen wird oder von Leuten, die sowieso wissen, wie man sich solchen Dingen entzieht, ne, zum Beispiel durch Proxy-Server oder ähnliches, haben Sie ein Problem an der Begründung dieser Vorratsdatenspeicherung. Warum müssen für einen Zweck, der ersichtlich nicht erfüllt werden kann, Ihre und meine Daten 6, 9, 12 oder wie viele Monate auch immer komplett gespeichert werden? Ja? Also das ist ein völlig unlogischer Argumentationskreis, der da aufgemacht wird. Und das muss man sich einfach klar machen, dass das eine ganz verhängnisvolle Geschichte gewesen wäre. Vor allem vor dem Hintergrund, der meiner Erfahrung entspricht, dass nämlich, wenn die Daten da sind, auch darauf zugegriffen wird. Ja? Praktisch sieht es ja dann so aus, der Polizeibeamte X vom Kriminalkommissariat in Düsseldorf bearbeitet einen Fall der üblen Nachrede im Internet, ja? Beleidigungsdelikt.
dann braucht er den Anschlussinhaber einer IP-Adresse. Dann schreibt er an den Provider einen Fax und hat dann die Möglichkeit reinzuschreiben, ich brauche hier, da die Sache 3 Monate zurückliegt, die Vorratsdaten. Ja? Hat dann 2 Möglichkeiten. Er kann ankreuzen, es handelt sich um einen Fall leichter oder einen Fall allenfalls leichter Kriminalität. Dann weiß der Provider, muss ich nicht rausgehen. Oder er kreuzt halt einfach an, es handelt sich um einen Fall schwerer Kriminalität. Gegebenenfalls liegt auch Gefahr für Leib oder Leben vor. Ja, das wird der ankreuzen. Ja? Weil der Provider gibt ihm ja sonst keine Auskunft. Meine Erfahrung ist, aus meinen Akten, 50% der Anfragen, die ich gehabt habe, wo Vorratsdaten abgefragt worden sind, wurden unter falschen Angaben durch die Ermittlungsbehörden, ich sage es in Anführungsstrichen, erschlichen. Ja? Indem einfach behauptet wurde, es handelt sich um schwere Kriminalität oder es besteht Gefahr für Leib oder Leben. Ja, bitte? Weil Sie wissen, also, Sie wissen es vielleicht nicht, aber ich weiß aus leidvoller Erfahrung, wir haben in Deutschland ja das Problem, dass alles, was auf dem Tisch liegt, erstmal verwendet werden kann. Ja? Das sogenannte Beweisverwertungsverbot setzt immer voraus, dass es sozusagen ein willkürlicher Eingriff war, also vorsätzlich das Recht, so das Verfahrensrecht gebeugt wurde und dass die Abwägung des Strafverfolgungsinteresses des Staates mit den Rechten des Beschuldigten ergibt, dass hier die Rechte des Beschuldigten überwiegen. Ja? 99% aller dieser Abwägungen gehen zugunsten des Strafverfolgungsinteresses des Staates aus. Ja? Das haben wir jeden Tag bei illegalen Hausdurchsuchungen. Kein Anfangsverdacht, es wird trotzdem durchsucht. Ja? Und da wird dann zum Beispiel nicht das gefunden, was man sucht, zum Beispiel jetzt Belege für Steuerhinterziehung, aber eine krümelartige Substanz im Wohnzimmer, so Sideboard. Ja? Also mit anderen Worten 3 Gramm Marihuana. Ja? Ja, das wird da gefunden, dann haben sie einen Zufallsfund. Da könnte man ja sagen, die Durchsuchung wegen Steuerhinterziehung war rechtswidrig, weil überhaupt kein Anfangsverdacht war, denn der Beschuldigte heißt nicht Franz Meier, sondern Josef Meier. Und der Franz Meier ist sein Sohn und wohnt in München und nicht in Düsseldorf. Hatte ich neulich den Fall, haben sie einfach den Vornamen vertauscht. Ne? Aber dann wird da eine krümelartige Substanz gefunden. Da könnte man, es kann doch nicht sein, dass der dann wegen 3 Gramm, die er mal selber rauchen wollte, am Samstagabend dann bestraft wird. Doch, ja, geht. Weil ja das Strafverfolgungsinteresse des Staates immer höher wiegt. Ja. Gut, ich meine, muss man auch Richter verstehen, die werden vom Staat bezahlt und nicht von dem Bürger, der da so keine Wurstbrühe sitzt. Die Neigung ist halt auf jeden Fall da, dann zu sagen, wird verwertet. Ne? Ja. Gerne. Aber wegen der Vorratsdatensprechung, also dieses Beispiel zum Beispiel mit dem Anruf, was fällt einem denn jetzt davon ab, zu sagen, statt oh ja, es gibt Vorratsdaten, wir gucken uns die letzten 3 Wochen an, zu sagen, oh, wir gucken mal die nächsten 3 Wochen an. Also das ist dann ja keine Vorratsdatenspeicherung, sondern also, dann würde man jetzt die nächsten 3 Wochen die Anrufe folgen, dann würde man ja auch rausfinden, dass er 3-mal mit. Also ich gehöre ja nicht zu denen, die sagen, es wird der Staat so Straftaten nicht verfolgen. Ich lebe ja davon, dass er sie verfolgt. Das ist in der Tat eine Möglichkeit. Es gibt ja zur Vorratsdatenspeicherung gibt es ja auch die Möglichkeit des sogenannten Quick Freeze. Ja? Also dass eben nicht alle Daten von allen gespeichert werden, sondern dann, wenn die Polizei Anhaltspunkte auf eine kriminelle Handlung hat, dass sie dann eben sagt, zum Beispiel beim Provider anruft und sagt, wir führen ein Ermittlungsverfahren gegen den Franz Müller aus Düsseldorf wegen Steuerhinterziehung. Die Steuerfahndung zum Beispiel, friert doch mal dessen Daten ein. Ja? Und wenn sich dann eben konkrete Anhaltspunkte ergeben, dann können Sie ja von mir aus auch bei denen durchsuchen. Ja? Aber das hätte eben in der Tat den Vorteil, dass 99,999% aller Bürger nicht gespeichert werden würden. Diese Konzepte werden aus naheliegenden Gründen halt einfach nicht verfolgt. Ja? Das ist genau wie dieselbe Legende, ich habe da neulich mal was drüber geschrieben, dass jetzt gesagt wird, wir müssen den Widerstand gegen Polizisten stärker bestrafen. Ja? Das ist für mich die Mogelpackung des Jahrhunderts, juristisch gesehen, denn es wird so getan, als wären Polizisten nur so durch den sogenannten Paragraphen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte geschützt. Ja? Wenn sie also sich einer dienstlichen Anordnung widersetzen, ja, dann kann das strafbar sein. Es wird ja immer gesagt, ja, es kann doch nicht sein, dass Leute Polizisten verkloppen dürfen, und dann noch straflos ausgehen oder höchstens 1 Jahr oder 2 Jahre Gefängnis bekommen. Das ist völliger Humbug, denn neben diesem Widerstandsparagrafen, der nur für Polizisten oder andere Behördenmitarbeiter gilt, gibt es ja auch die normalen Körperverletzungsdelikte. Ja?
Wenn Sie also einem Polizisten den Kopf blutig hauen, ja, mit was auch immer, dann haben Sie eine strafbare Körperverletzung begangen und auf die kriegen Sie auch heute schon bis zu 5 Jahre Gefängnis. Ja? Also das ist wirklich eine Mogelpackung, die da gemacht wird und das dient einzig nur dazu, diesen Paragraphen zu unterfüttern, damit auch schon sozusagen, ich sage es mal vorsichtig, Renitenz im normalen Bereich möglicherweise strafbar wird. Ja? Sie werden ja dann, wenn Sie jetzt eine hohe Strafdrohung haben, vielleicht eher kuschen, ja, und nicht den Mund aufmachen, ja, weil sonst ist es ja direkt sowas wie ein Widerstand. Also ich habe da große Bedenken und ich finde das ganz schrecklich, dass hier den Leuten auch erzählt wird, die Polizisten wären schutzlos. Das ist völliger Kompolores. Polizisten sind durch die Strafgesetze genauso geschützt wie Sie und ich, ja, und nicht schlechter, ja. Und der Strafrahmen ist ja auch so, dass man zum Beispiel sagen könnte, weil es ein Polizist war, ja, der sozusagen sich immer seinen Kopf hinhalten muss, dann kriegst du eben ein bisschen mehr, als wenn du diesem Strafverteidiger aus Düsseldorf einen über den Kopf baust. Wollte ich sogar verstehen. Okay. Wir hatten ja, es bleibt also eine gewisse Hoffnung auf Umkehr auch. Sie wissen, was ich total gut finde, die englische Regierung hat ja beschlossen, so diese ganzen Überwachungsgesetze und so weiter, steht zumindest in der Koalitionsvereinbarung, weitgehend rückgängig zu machen, was auch diese ganze Speicherung angeht. Ich denke, für so eine Umkehr ist es eigentlich nie zu spät, ja? Sonst kommen wir da wirklich in Szenarien rein, die ganz schrecklich sind. Die Rede, die der Bundesinnenminister gestern gehalten hat, geht ein bisschen in die richtige Richtung. Sie zeigt zumindest Augenmaß. Ich würde Ihnen empfehlen, sich mal die 14 Thesen durchzulesen, die kann eigentlich jeder unterschreiben. Aber es ist natürlich auch wichtig, dass man sieht, dass jemand wie der Bundesinnenminister sozusagen das Internet als zentralen Aspekt begreift und sich damit auseinandersetzt. Und wenn er dann auch noch einigermaßen kluge Worte dazu findet und Augenmaß beweist, ist das ein Schritt in die richtige Richtung. Ja? Wobei sich natürlich zeigen wird, wie groß die Wünsche da sind. Ja, also ich habe das Vergnügen am 5. Juli, das wird ganz lustig, auf einer Fortbildungsveranstaltung der Polizei zu diesem Thema zu diskutieren oder auch was zu sagen. Also die wollen mal die andere Sicht der Dinge kennenlernen. Und das wird dann ganz spannend, dann auch mal aus erster Hand zu erkennen, wo denn angeblich die Defizite liegen sollen. Ja, die Polizei kann viel und darf das auch. Ich hatte vorhin schon mal angesprochen, wir wollen es ein bisschen praktisch machen, auch im letzten Teil der heutigen Veranstaltung. Deshalb ein paar Worte dazu, wie das alles praktisch abläuft. Ich hatte Ihnen geschildert, wie es zu einer Hausdurchsuchung kommen kann. Hausdurchsuchung ist natürlich nach dem Willen des Gesetzgebers schon so eine Art Ultima Ratio. Das heißt, das muss immer sorgfältig abgewogen werden. Kann man bei jemandem einfach so in die Wohnung reingehen? Ja, die Wohnung ist nach Artikel 13 Grundgesetz, aber schon 2 Paragraphen, geschützt. Ja, das ist ein privater Bereich, den auch der Staat normalerweise nicht betreten darf. Hausdurchsuchung, sage ich Ihnen aber auch, wird immer mehr wie im Fußball zu so einer Art Standardmaßnahme, so nach dem Motto, ja, wir wissen jetzt nicht, wie wir sonst drankommen, dann gehen wir halt mal durchsuchen. Ja? Ich hatte mal einen Fall, da wurde bei meinem Mandanten durchsucht, der betrieb ein türkischsprachiges Forum, weil es den deutschsprachigen Polizisten, der soll angeblich dort Filme zum Download angeboten haben, den deutschsprachigen Polizisten nicht gelungen ist, sich in dem türkischsprachigen Forum anzumelden. Ja, sie haben versucht, sich dann unter dem Nutzernamen Hans Wurst einzuloggen. Ich erzähle Ihnen, wie es ist. Es hat nicht geklappt. Ich frage mich, wieso ausgerechnet, es waren Duisburger Polizisten. Ich weiß von der Duisburger Polizei, dass sie eine große Quote an türkischstämmigen Polizeibeamten haben. Wieso da keiner mal auf die Idee gekommen hat, ist, gesagt hat, Orhan, komm mal her, ne? Ich habe hier ein Problem, lesen wir mal vor, was da steht. Ne? Nein, es hat nicht geklappt, das Einloggen, Haus durchsuchen. Es war dann ganz interessant, der Durchsuchungsbeschluss lautete darauf, dass mein Mandant ein Forum betreibt, namens Rapid Share. Und das sind doch bitte die Rapid Share Server in seinem bayerischen Wohnzimmer. Beschlagnahmt werden sollen, um dann festzustellen, ob wir illegal Filme zum Download sind. Also, das Einzige, was wohl wahr ist, irgendein Nutzer seines Forums hatte einen Link zu Rapid Share gepostet, den die Polizeibeamte oder der Anzeigenerstatter für einen Link zu einem Computerspiel hielt. In Wirklichkeit war es der Link zu einem türkischen Film, ja, und der war tot, also zumindest als ich ihn gesehen habe. Aber
Der sollte dann, also er war Mr. Rapid Share sozusagen. Das Ganze war so absurd, wurde noch absurder dadurch, dass das zuständige Landgericht auf meine Beschwerde hin meinte, das wäre doch alles in Ordnung. Ja? Der wäre doch Rapid Share. Und da hat Verfassungsbeschwerde eingelegt, das Bundesverfassungsgericht hat das alles aufgehoben. Ja? Es hat den Stadt Bayern ein paar Euro gekostet, die Geschichte. Und auch ein schöner Artikel in der Lokalzeitung, über den sich der zuständige Richter am Landgericht so tierisch aufgeregt hat. Wenn ich da mal bin, dann schicke ich, glaube ich, einen Kollegen. Ne? Dann traue ich mir nicht hin. Naja. Aber was ich Ihnen sagen wollte, wenn Sie denn mal die Polizei zum Besuch haben sollten, Sie müssen sich darüber im Klaren sein, Sie haben immer nur die Möglichkeit, kooperieren oder passiv sein sozusagen. Als Beschuldigter ist es hier gutes Recht, wenn die Polizei mit einem Hausdurchsuchungsbeschluss bei Ihnen in der Wohnung steht, dass Sie gar nichts machen. Ja? Sie sagen dann, ja, macht mal, was ihr machen sollt, wollt, könnt, dürft, nehmt ihr halt alles mit. Ja? In der Regel ist es heute so, die Beamten gucken dann, was so auf dem Computer ist. Das scheitert dann häufig schon daran, dass die sagen, dann guckt er da so in den Computer, dann ruft er ihn über die Schulter zu, ich brauche mal Ihr Trugrückpasswort. Dann haben Sie dann zwei Möglichkeiten. Ja, Sie sind, sind da gläubig und sagen, ich habe ja nichts zu verbergen. Dann geben Sie ihm das Passwort oder Sie sagen, ja, wissen Sie, ein bisschen kenne ich meine Rechte auch. Ja, ich muss keine Passworte rausgeben, ich muss gar nichts sagen. Sagen Sie, ja, ich habe das gute Recht, mich überhaupt nicht zu der Sache zu äußern. Wenn Sie meinen, Sie müssen den Computer mitnehmen, dann tun Sie das. Also Erfahrungssatz ist, wenn die auf irgendwelche verschlüsselten Dinge stoßen, ja, dann nehmen die das sowieso mit. Ne, da können Sie auch nichts mehr groß erklären. Ja. Ich würde Ihnen raten, wenn Sie in so eine Durchsuchungssituation reinkommen, sagen Sie besser nichts. Ja, weil ich habe schon Mandanten erlebt, ja, die gedacht haben, sie hätten nichts auf dem Rechner, aber die dann doch irgendwann mal samstagsnacht nach irgendwelchen Bildern oder Filmchen gesucht haben und dann waren dann unter unglaublich 231.000, ich kenne die Zahlen, und 231.756 pornografischen Abbildungen war eine, die möglicherweise ein 13-jähriges Mädchen in einer möglicherweise kinderpornografischen Pose zeigt, also keine sexuellen Handlungen, aber man hätte überlegen können, ja. Man hätte aber auch genauso überlegen können, ob jemand, der 231.756 pornografische Bilder hat, möglicherweise das aus Versehen runtergeladen hat in einer Tauschbörse. Meiner Meinung nach sprach da wenig für den Vorsatz, aber der hätte das vermeiden können, indem er sein Trugrückpasswort nicht rausgegeben hat. Ja? Der hat sich nämlich da beeindrucken lassen, so nach dem Motto, Sie machen ja alles nur noch schlimmer. Ja? Wenn Sie uns das Passwort nicht geben, dann geht das zum Gericht und wird ganz böse. Ja? Verschlüsselung, das nehme ich mal vorweg, ist... Wie lange haben Sie das ausgewertet? Das Bundeskriminalamt hat die sogenannte, oder alle Landeskriminalämter haben die sogenannte Takeo-Software. Ja. Da ist es eine geheime Datenbank, ja, die ist so geheim, dass ich sie sogar besitze. Die scannt ganze Festplatten, wenn die nicht verschlüsselt sind, und das dauert dann ungefähr 15 Minuten, dann haben wir das Ergebnis. Da ist alles drin gespeichert, was so bekannt ist. Ja. Es gibt dann immer bemerkenswerte Fehltreffer. Ja. Es gibt ein Bild aus dem Penthouse 1982, wo eine nackte Frau eine Boa Constrictor um den Hals hat. Ja. Das wird regelmäßig, wenn das irgendwo auf welchen Festplatten drauf ist, das eifrige Sammler wird regelmäßig als Kinderpornografie ausgeworfen. Ja, da müsst ihr dann immer schon sagen, guckt euch das Bild doch bitte mal an. Ich sehe da weder ein Kind noch Pornografie, ich sehe da nur eine Frau und eine Schlange. Ja. Wohlgemerkt, die Schlange ist um den Hals. Ja, das ist doch nicht mal Pornografie. Also, okay. Bundesverfassungsgericht, ich habe mich etwas ablenken. Ja, bitte. Noch eine Frage zur Hausdurchsuchung.
Gerne. Wenn ich jetzt der Inhaber des Internetzugangs bin, kann ich mit einer anderen Person zusammen in einer Wohnung wohnen. Dürfen Sie deren PC? Ja, das hängt immer darauf an, ob diese andere Person abgegrenzte Wohnbereiche hat. Ja? Auch Polizisten mit Augenmaß erkennen das, ob das eine Wohngemeinschaft ist oder nicht. Dann wird nur das betreffende Zimmer durchsucht. Aber auf einer Ortungsstelle haben Sie da wenig Handhabe dagegen. Ja? Also wenn Sie in der WG wohnen, müssen Sie schon damit rechnen, dass dann Ihre Computer auch weg sind. Da müssen Sie dann halt hinterherlaufen. Was ich sagen wollte ist, Bundesverfassungsgericht, Verschlüsselung ist ein Bürgerrecht. Lassen Sie sich von niemandem einreden, haben die mal geschrieben in einer Entscheidung, ja? Lassen Sie sich von niemandem einreden, dass die Verschlüsselung von Daten ein Zeichen dafür ist, dass Sie kriminell sind oder dass Sie was Böses im Schilde führen. Es ist das Ihr gutes Recht, durch Verschlüsselung Ihrer privaten Daten dem Staat und auch sonstigen Dritten den Zugriff darauf zu entziehen, ja? Daraus kann auch nichts Gegenteiliges für Sie hergeleitet werden. Ich kenne immer wieder diese Geschichte, dass dann gesagt wird, ja, wenn Sie uns das Passwort nicht geben, dann wird eben davon ausgegangen, dass das strafbare Inhalte sind. Ja, also nicht nur in dem Bereich, den ich gerade angesprochen habe, gerade auch im Steuerrecht. Ja? Ja, da sind doch dann die ganzen Coupons von Ihren Aktien und alles Mögliche drauf. Ja? Ist nicht so, was nicht gelesen werden kann, kann eben nicht gelesen werden und kann auch nicht zu Ihren Lasten verwendet werden. Also, da muss man auch als Bürger dann aufrecht sein und sagen, ihr könnt nicht mal. Ne? Zu der praktischen Ausführung von Durchsuchungen, es ist immer so, dass Sie, wenn Sie Daten haben, die Sie nicht im Zugriff aussetzen wollen, mit einer externen Auslagerung oder einer externen Datenspeicherung meistens bei Hausdurchsuchungen auf der sicheren Seite sind. Also das heißt, wenn Sie zum Beispiel einen Server betreiben, ja, dann wird in der Regel in Ihrem... In 80% der Fälle kommt die Polizei in Ihre Wohnung, ja, und sagt, wo ist Ihr Server, wo Ihr böses Internetblog drauf liegt. Ja, oder die Beleidigungen, die Sie bei Facebook gepostet haben. Und dann sagen Sie, ja, Server habe ich hier nicht. Ne? Der steht bei einer Firma Strato in Berlin. Ja. Das sagen Sie natürlich, wenn der bei 1x1 in Montabaur steht. Ne? Oder umgekehrt. Ja. Weil dann haben Sie ja noch ausreichend Zeit sozusagen, Sie können sich ja selbst nicht der Strafvereitelung schuldig machen, Ihre eigenen Daten noch irgendwie auf die Seite zu bringen, wenn dann was drin sein sollte. Also Server sind nicht im Augenmerk der Ermittlungsbehörden, es sei denn, es sind schlaue Staatsanwälte, also wenn es um mehr geht. Ja. Was komischerweise auch nicht drauf ist, auf dem Augenmerk, sind, wenn es jetzt um Firmen geht, ja? Ich habe es noch nie erlebt, dass in einer Firma, obwohl die alle Hardware rausgeschleppt haben, der Digitalkopierer mit der 300 Gigabyte Festplatte. Ich habe es noch nicht erlebt, ich sage es immer bewusst sehr selten, weil sonst bringe ich noch die Leute auf falsche Ideen, aber es ist wirklich so. Ja? Was zum Beispiel auch nicht mitgenommen, also Speicherstifte werden mitgenommen, iPhones dagegen eher nicht. Ne? Es sei denn, jetzt es geht um möglich vermeintliche Telefongespräche, wo man was anhaben will. Ja? Also ich weiß nicht, so ein iPhone oder so ein Smartphone, das hat ja auch 80, 90 Gigabyte. Ja? Das liegt dann im Regal, das ist ja nur ein Telefon. Ne? Also da sehen Sie auch noch ein bisschen, wie das technische Verständnis der Beamten vor Ort häufig hinterherhinkt. Nicht, dass Sie mich falsch verstehen, ich gebe Ihnen jetzt keine Anleitung, Straftaten zu begehen. Ich gebe Ihnen nur eine Anleitung, wie Sie zum Beispiel Daten, die Sie auch nach einer Hausdurchsuchung noch brauchen, vielleicht sichern können. Ja, ist so. Das ist wirklich so, das muss man wissen. Ansonsten würde ich Ihnen empfehlen, das machen wir im Büro auch so, dass Sie Ihre Daten in Echtzeit sozusagen bei einem externen Dienstleister, es gibt da durchaus seriöse, sichern, weil wenn Sie die und ein schönes Passwort verwenden, ja, weil wenn Sie die Hausdurchsuchung haben und selbst wenn die dann bei Durchsicht der Computer sehen, dass Sie Ihre Daten online bei so einem externen Hoster sichern, wenn Sie das Passwort nicht rausgeben, dann haben Sie, nachdem die Polizeibeamten abgerückt sind, noch alle Zeit der Welt sozusagen schnell zum Mediamarkt zu rennen, sich ein Notebook zu holen und Ihre virtuelle Festplatte, die ja bei diesem Hoster dann liegt, wieder runterzuladen. Ja? Bis die dann da drauf zugegriffen haben, haben sie alles schon wieder runterkopiert. Ja? Gerade wenn dieser Provider in den USA sitzt. Ja? Ich empfehle Ihnen, wenn Sie sowas machen, nehmen Sie keine deutschen Provider, weil da ist der Zugriff schneller, nehmen Sie immer Provider in den USA. Denn das Gehorsamkeitsgefälle ist
unglaublich. Wenn die amerikanischen Ermittlungsbehörden etwas von deutschen Behörden haben wollen, ja, dauert das keine 20 Sekunden, dann ist die Information per E-Mail in den USA. Wenn die deutschen Behörden etwas von einer amerikanischen Polizeidienststelle haben wollen, ja, dauert das ungefähr 6 Monate und dann kriegen sie trotzdem keine Antwort. Ja. Also wir sind für die Amerikaner weit weg, vermutlich sowas wie dritte Welt. Wir werden da nicht ernst genommen. Ja. Umgekehrt ist es ganz anders. Ja, also als Amerikaner würde ich in Deutschland keine Daten sichern. Aber wenn sie sie sichern, sichern sie sie in den USA, weil da der Zugriff der deutschen Behörden unheimlich schwierig ist. Ja, bitte? Die Polizei darf also versuchen, die Passwörter zu knacken, die ich auf meinem Rechner zum Beispiel mit Zugriff habe. Da kann ich Ihnen was zu sagen. Also es wird in der Regel dann die Hardware beschlagnahmt. Und es wird dann geguckt, ob man die Passwörter, die möglicherweise verschlüsselte Partition entschlüsseln kann. Da kann ich Ihnen auch einen Erfahrungswert geben. Ab einem Passwort von 16 Stellen, ich rede jetzt von TrueCrypt, ja, weil das die gängigste Maßnahme ist, ab einem Passwort von 16 Stellen, das einigermaßen Qualität aufweist, winkt das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen ab, ja, und sagt, das schaffen wir mit einem vertretbaren Aufwand nicht, wenn Sie jetzt nicht gerade irgendwie ein Serienbankräuber sind oder verdächtig sind, der Pate von Bielefeld zu sein. Dann nehmen die aber bei normaler Kriminalität, also normaler Tatverdacht, Steuervergehen, Ähnliches, Betrug, ja, Scheckbetrug, also alles, was normale Kriminalität ist, da winken die ab, weil das kriegen die nicht hin. Ja? Also ab 16 Stellen sind sie eigentlich auf der sicheren Seite und das wird dann in der Regel auch nicht geklappt. Ja? Kriegt man den dann wieder zurück? Oder? Ja, zu Dauer kann ich Folgendes sagen. Die Dauer ist hier in Nordrhein-Westfalen so zwischen 6 und 12 Monate für die Durchsuchung. Ja? Wenn Sie einen Anwalt haben, der das, die Rechtsprechung dazu kennt und vielleicht auch die Leute kennt oder die ihn schon kennen und wissen, was passiert, wenn er anruft, dann geht das schneller. Es gibt Urteile, die sagen, maximal 2 Monate sind zumutbar. Ja? Aber in der Regel wird dann 9 bis 12 Monate gewartet. Also dann haben Sie wieder 2 Computergenerationen hinter sich, bevor Sie das wiederbekommen, wenn Sie es überhaupt wiederbekommen. Ja? Also ich rate aus einem Grund von Medium-PCs ab, der neuesten Generation, weil die sind bei der Polizei sehr beliebt. Ja? Wenn die dann diese Computer auswerten, dann haben sie teilweise schon solche Vermerke drin, wie der Beschuldigte nutzt einen, der Beschuldigte nutzt einen Computer, der Firma Medion, der in der letzten Computerbild auch groß gelobt wurde und als Spielecomputer schlechthin dargestellt wurde, so ein bisschen Sozialneidschür. Ne? Der Hintergrund ist aber folgendes, das ist so ein Signal an den Staatsanwalt, guck doch bitte, selbst wenn du den nicht verknacken kannst, ob der auf die Rückgabe seines PC verzichtet. Ja? Also so nach dem Motto, Verfahrenseinstellung, ja? Gegen Verzicht auf den PC. Ja? Weil der PC verbleibt dann in der Polizeidienststelle und kann dann für weitere Ermittlungen sozusagen genutzt werden. Ja, die verzichten ja dann auf ein Einziehungsverfahren. Das heißt, sie sagen, ihr könnt das Ding behalten. Dann gehört er dem Staat. Ja? Und in der Regel ist es dann so, entweder kümmert sich keiner drum oder ist mit dem gesagt, okay, der kann in der Polizeidienststelle verbleiben und genutzt werden. Dann wird er da genutzt. Ja? Also Finger weg von Medium-PCs, die sind sehr beliebt bei der Polizei. Ja? Im Schnelldurchgang, wenn Ihnen mal sowas passiert, ja, Internet, Hausdurchsuchung, warum auch immer, weil Ihr WLAN nicht gesichert war, jemand damit Mist gemacht hat, wenn die Polizei da bei Ihnen drin steht, Sie haben das Recht, sich nicht zu äußern, egal ob Sie Beschuldigter sind oder Zeuge. Eines der größten Missverständnisse in unserem Land ist, das ist sozusagen Bildung durch das Nachmittags-TV, dass man als Zeuge bei der Polizei aussagen kann. Zeuge ist derjenige, der nicht der Straftat selber verdächtig ist zum jetzigen Zeitpunkt. Ja? Also es geht zum Beispiel gegen Ihren Lebensgefährten und dann heißt es dann, ja, Sie sind ja nicht verlobt, Sie müssen als Zeuge aussagen. Dann müssen Sie sagen, können Sie sagen, muss ich vielleicht, aber nicht bei Ihnen, Herr Kommissar. Ja? Denn als Zeuge müssen Sie nur aussagen auf schriftliche Vorladung durch die Staatsanwaltschaft. Wenn Sie also mal in die Situation kommen, das kann übrigens auch samstags nachts in der Verkehrskontrolle sein, ja, wenn Ihr Freund ist gefahren, natürlich voll in der Haubitze, ja, und der Polizist ruft zu Ihnen rüber, hören Sie mal, was hat er denn getrunken?
Ja? Dann können Sie dazu sagen, mit denen rede ich doch gar nicht. Ja? Ja, das sind Zeuge, Sie müssen, ja? Wie viel hat er in den letzten 2 Stunden getrunken? Das nehmen die gerne ins Protokoll auf. Ne? Was hat er getrunken? Nee, da sage ich nichts zu. Ja, da können Sie ihn zum Weißglut bringen, ja? Weil viele Polizeibeamte selber in langen Dienstjahren verdrängt haben, was sie auf der Polizeischule gelernt haben. Und die denken wirklich, Zeugen müssen bei Ihnen aussagen. Ja? Es ist nicht so. Also wenn Sie sich mal in einer Zeugenrolle wiederfinden und sich schlecht dabei fühlen, weil Sie nichts sagen wollen. Ja? Es gibt ja nun verschiedenste Gründe. A, weil man jemanden nicht reinreißen will. B, weil man sich selber nicht reinreißen will. Ja, ich bin nicht das erste Mal, dass man vom Zeugen ruckzuck zum Beschuldigten wird. Dann sagen Sie halt nichts. Dann sagen Sie, ich weiß, Sie können, ich muss als Zeuge aussagen, aber nur wenn ich schriftlich vom Staatsanwalt vorgeladen werde. Wo ist die Vorladung? Wo ist der Termin? Bis dahin sage ich nichts. Können Sie noch dazu sagen? Und dann komme ich übrigens mit dem Anwalt. Dann sollten Sie allerdings ein ordentliches Warndreieck im Auto haben. Wenn Sie eine Hausdurchsuchung haben, dann sind Sie auch in der, kann die Polizei eine sogenannte erkennungsdienstliche Behandlung anordnen. Das ist Standardmaßnahme. Das heißt, Sie nehmen Sie danach mit aufs Revier und fotografieren Sie und nehmen Ihre Fingerabdrücke und so einen Kram. Ja? Nichts Schlimmes, Sie können später, wenn sich herausstellt, dass Sie natürlich, klar, nichts mit der Sache zu tun haben, ja? Verlangen, dass diese Daten gelöscht werden. Ich möchte Sie nur für einen Punkt sensibilisieren, der in letzter Zeit immer wieder ein großes Problem wird. Es wird immer mehr versucht, Ihnen im Rahmen einer erkennungsdienstlichen Behandlung, gegen die Sie sich nicht wehren können, also Fingerabdrücke, Foto, Größenmessung, ja, von mir aus auch, was Sie für Ohrläppchen haben oder sowas, also alles, wo Sie nicht mitwirken müssen, wird immer mehr versucht, Ihnen gleichzeitig eine DNA-Probe abzuschwatzen. Ja? Also, um Sie dann schön in Wiesbaden in Zentralkartei aufzunehmen. Die DNA-Probe ist, egal was Ihnen ein Polizeibeamter erzählt, nicht Gegenstand der erkennungsdienstlichen Behandlung. Das merkt, dass Sie da angeschwindelt werden, merken Sie spätestens dann, wenn Sie zur Überraschung jedes Polizeibeamten die Formulare lesen, die er Ihnen zur Unterschrift vorlegt. Da steht nämlich dann in der Musterbelehrung drin, ich weiß, dass eine DNA-Probe durch einen Richter angeordnet werden muss. Ich verzichte auf dieses Recht und bin freiwillig damit einverstanden. Ja? Das unterschreiben die Leute dann, weil ihnen der Beamte ja vorher 10 Minuten erklärt hat, dass sie sich sowieso nicht dagegen wehren können. Ja? Was eine gewisse unlogische Sache ist, weil warum sollte er sie zwingen können, wenn es nur ein Richter anordnen kann. Ja? Also vertrauen Sie nicht darauf, ich erlebe das jede Woche, DNA-Proben werden Ihnen heutzutage abgeschwatzt. Ich weiß zwar nicht warum, ja? Wieso sollen Alkoholsünder im Straßenverkehr eine DNA-Probe abgeben müssen, aber da sehen Sie dann auch ein bisschen den manchmal falschen Jagdeifer, der heutzutage herrscht. Ne? Und seien Sie sich darüber im Klaren, wenn Sie in der Kartei drin sind, dann können Sie schneller als Sie denken unverhofft Verdächtiger von Straftaten werden. DNA ist etwas, was sich sozusagen überall verbreitet. Ja? Also wenn hier morgen in diesem Hörsaal ein Verbrechen geschieht oder eine Straftat, ja, und die dann hier DNA-Proben abnehmen, dann gehöre ich, was zumindest diesen Bereich angeht, sicherlich schon zum Kreis der Hauptverdächtigen. Ja? Zum Glück ist meine Probe nicht gespeichert. Aber das kann übel enden. Ja? Also auch diese Reihenuntersuchungen. Ich bin selbst noch nicht davon betroffen gewesen. Ich würde, selbst wenn ich natürlich nicht der Frauenmörder von Bielefeld bin, ja, aber halt in den Kreis der Verdächtigen komme, weil ich in ein bestimmtes Auto fahre oder in einer bestimmten Gegend wohne, ich würde die DNA-Probe freiwillig nicht abgeben. Ja? Dann würde ich warten, bis der richterliche Beschluss kommt. Ja? Schon aus Prinzip, weil Sie nicht wissen können, was mit diesen Dingern letztendlich passiert. Ich spreche da aus Erfahrung. Ein Mandant von mir, der war wegen einer Straftat verurteilt worden. Da wurde ihm dann eine DNA-Probe abgenötigt durch Gerichtsbeschluss. Wir sind dagegen in Beschwerde gegangen. Das müssen Sie mal vorstellen. Das Landgericht Aachen hat gesagt, er wird künftig nicht mehr straffällig werden, sodass diese Anordnung rechtswidrig war. Ja? Die DNA-Probe ist zu löschen. Ja? Also die musste wieder gelöscht werden, weil die Anordnung rechtswidrig war, aus bestimmten Gründen. Dann rief er mich nach 4 oder 5 Monaten an und sagte, sagen Sie mal, Vetter, woher weiß ich denn eigentlich, dass das Ding jetzt gelöscht worden ist? Wer soll ich das Gericht hat das so angeordnet? Ne? Ich bin ja auch manchmal naiv. Dann sagte er, ja, ist mir egal, ich weiß, damit
Sie schicken ja immer so Rechnungen und so, das bezahle ich, ja. Kümmern Sie sich mal darum. Und ich da mal so einen Brief dahin geschrieben oder nee, angerufen, ja, als Staatsanwalt. Der Staatsanwalt sagt, ja, ich habe den Beschluss in der Akte, aber ich muss doch da nichts zahlen lassen. Wer muss denn da was zahlen? Wenn Sie nicht, dann vielleicht das Gericht. Nicht beim Gericht, der Richter sagt, wir machen doch nur den Beschluss, wir sind doch nicht die Vollstreckungsbehörde. Rufen Sie die Staatsanwaltschaft. Der Staatsanwalt wieder angerufen, die Staatsanwalt sagt, ja, ich auf jeden Fall. Erneut ich nicht, aber vielleicht die Polizei. Dann rufe ich die Polizei angerufen, die sagen natürlich, das kann doch nur der Staatsanwalt. Also kurz gesagt, es stellt sich heraus, ein Landgericht sagt, die DNA-Probe war rechtswidrig und muss vernichtet werden. Keiner hat sich um die Umsetzung gekümmert. Ja? Wenn wir dann habe ich ans BKA geschrieben, das BKA zurückgeschrieben, machen wir, aber nur wenn das LKA Nordrhein-Westfalen einverstanden ist. Ja, da habe ich mich dann so ein bisschen wie in Franz Kafkas Prozess gefühlt. Ja. Aber der Datenschutzbeauftragte des Landeskriminalamtes Nordrhein-Westfalen war dann völlig überrascht. Er sagte, solche Schreiben kriegen wir sonst nie. Er hat gesagt, aber Sie haben natürlich recht, das müssen wir dem BKA mitteilen. Ja. Also Sie sehen, wenn wir uns da nicht drum gekümmert hätten, seitdem mache ich das routinemäßig, wenn ich mal solche Verfahren gewinne. Der kennt mich schon, der Datenschutzbeauftragte da. Da müssen Sie als Bürger hinterher sein, damit der Staat den rechtmäßigen Zustand sozusagen wiederherstellt. Also unglaublich im Prinzip ist aber so. Wenn Sie das mal vergleichen mit der Schnelligkeit, mit denen Ihnen die DNA-Probe abgespannt wird. Ja, also ist schon ganz merkwürdig. Okay. Wenn Sie dann also in eine Vernehmungssituation kommen, also diese erkennungsdienstliche Behandlung nach Ihrer Hausdurchsuchung, die machen von Ihnen die Fotos, nehmen die Fingerabdrücke, dann wird auch immer versucht, natürlich Sie gleichzeitig zu vernehmen. Das heißt, Sie sollen dann etwas sagen. Ja? So nach dem Motto, legen Sie die Karten auf den Tisch, dann wird das Verfahren eingestellt. Oder da kommt nichts bei rum, da müssen Sie höchstens was ans Rote Kreuz spenden. Ja? Polizisten, die Ihnen so etwas sagen, ich sag's mal salopp, wir sind ja an der Uni, verarschen Sie. Ja? Weil der Polizist der Letzte ist, der überhaupt über so etwas entscheiden kann. Ja? Der Erste, der über irgendwelche Zusagen nach dem Motto, wird nicht so schlimm, kann nichts passieren, wir stellen das Verfahren ein, entscheiden kann, ist der Staatsanwalt. Ja? Und der kriegt erst irgendwann später die Akte und den kann dann den Anwalt anrufen oder wenn Sie es können, auch selber anrufen. Der kann Ihnen eine Zusage machen. Der kann Ihnen zum Beispiel sagen, passen Sie auf, Herr Müller, lassen Sie uns auf Ihre Festplatte gucken, ja, wenn da wirklich nichts, wenn Sie wirklich nur 5.000 Euro Steuern hinterzogen haben, stelle ich das Verfahren ein, dann zahlen Sie die Steuern nach und noch 1.000 Euro an, weiß ich nicht, an ein Kinderhilfswerk oder was auch immer. Gut, machen wir auf. Zahlen Sie das, das ist der Erste, der Ihnen was zusagen kann. Also vertrauen Sie nicht auf diese Zusagen, die man aus dem Fernsehen kennt. Mach es doch nicht schlimmer, als es schon ist. Ne? So, wenn das Neonlicht so gleißt und so. Falsch. Sagen Sie bitte nichts, denn wenn Sie bei der Polizei, selbst wenn Sie das beste Gewissen der Welt haben, als Beschuldigter vernommen werden, dann gehen die Polizisten davon aus, dass Sie das waren. Ja? Dass da was dran ist an dem Vorwurf, sonst würden die es ja nicht vernehmen. Ja? So, da gibt es eine Dynamik der Dinge, die muss man kennen. Wenn Sie dann sagen, ich war es, ja, dann können Sie natürlich später immer noch einen teuren Anwalt nehmen und versuchen, sich da raushauen zu lassen, aber gegen ein Geständnis kann man in der Regel sehr schwierig ankommen. Ja? Also wenn da nicht das Telefonbuch Ihnen mehrfach auf den Hinterkopf geknallt ist, was in unserem Land zufälligerweise oder auch glücklicherweise nicht sehr häufig passiert, kommen Sie von so einem Geständnis nicht mehr runter. Da lächelt jeder Richter müde drüber. Ja? Und wenn Sie sagen, ja, ich war müde und ich war das nicht, er weiß es ja dann, dass es war. Ja? Also Geständnis können Sie sich auch direkt sparen, weil dann kommen Sie aus der Sache nicht mehr raus, was ja Ihr gutes Recht ist. Sie können ja versuchen, aus der Sache rauszukommen. Und wenn Sie versuchen, sich zu entlasten, dann wird das sowieso nur als Schutzbehauptung abgetan. Ja? Wenn Sie dann sagen, ich war es nicht, weil ich war bei meiner Großmutter zu Besuch, dann sagt, ja, können Sie viel erzählen, Ihre Großmutter sagt doch sowieso das, was, damit sie Ihnen helfen kann. Also sind als Schutzbehauptung qualifiziert, deswegen mein immer wieder wohlter Rat, einfach nichts sagen, weil das, was Sie da sagen, kann Ihnen in der konkreten Situation in der Regel nicht helfen. Sie hören dann immer so Sprüche wie, dann müssen wir sie aber hier behalten. Dann rate ich meinem Mandanten immer zu sagen, ey, das finde ich jetzt aber gut, ne?
ich habe zwar jetzt keine Zahnbürste dabei, aber von diesem Abenteuer eine Nacht eingesperrt, wenn ich meinen Enkeln noch erzähle. Ja? Ich bringe den Spruch auch immer ganz gerne, wenn ich nachts auf dem Polizeipräsidium mit meinem Mandanten zu Vernehmungen bin, wenn es dann hektisch wird, sag mal, wissen Sie was, wenn Sie den nicht rauslassen, dann bleibt er eben hier, dann kann ich immer noch, das ist eine Geschichte, da wird man, und dann gucken die immer, ja? Und dann morgen, Staatsanwalt muss überzeugt werden, Richter muss überzeugt werden, wenn die Sache wackelig ist, dann können Sie das schöne Erfolge mit erzielen. Wenn Sie sagen, wir sagen gar nichts, dann bleibt er eben hier, vielleicht sagt er morgen was, weiß ich noch nicht. Dann muss man so einen Aufnahmezettel schreiben, dann muss man mit dem ins Gewahrsam gehen, muss das Protokoll heute noch fertig gemacht werden. Morgen muss man um 9 Uhr wieder da sein, weil um 10 Uhr will der Staatsanwalt den Vorführbericht haben, weil um 1 macht der Richter Mittagspause. So ist ja die Dynamik. Dann heißt es plötzlich, ja, dann gehen Sie eben. Ne? Dann gehen Sie. Wir laden Sie dann zur Vernehmung. Ja? Also Sie können in 99,9% der Fälle bei der Polizei nichts falsch machen, wenn Sie von Ihrem Recht Gebrauch machen, sich nicht zur Sache zu äußern. Ja? Kann ich Ihnen wirklich nur raten. Und wie das, wenn es eben nicht zu solchen hektischen Situationen kommt, sondern wie zum Beispiel, das ist ja der typische Fall, ein Anhörungsbogen von der Polizei bekommen, wo Sie zu einer Vernehmung vorgeladen werden, dann würde ich Ihnen auch raten, nicht zu Vernehmungen zu gehen. Das ist jetzt wirklich ein Tipp, der ist wichtig. Überlegen Sie, ob Sie, wenn Sie in ein Ermittlungsverfahren reinkommen, ob Sie dann nicht wenigstens zum Beispiel, das können Sie bei jedem Anwalt machen, nicht zumindest den Anwalt für eine sogenannte Beratung engagieren. Ja, das heißt also, der besorgt sich mal die Ermittlungsakte für Sie und berät Sie dann. Ja, das kostet alles noch nicht die Welt, wie so richtig intensive Strafverteidigung. Und hat dann den Vorteil, dann haben Sie die Akte gesehen, ja, und Sie wissen, was gegen Sie vorliegt. Wenn Sie selbst zur Polizei gehen, ist meine Erfahrung, das muss ich leider sagen, wird Ihnen halt doch ganz gerne mal das Wort im Mund rumgedreht und Sie unterschreiben dann möglicherweise Sachen, die Sie so gar nicht gesagt haben. Ja. Ich habe immer viele ausländische Mandanten natürlich auch, ja, wenn die reden, die verstehen sie überhaupt nicht, ja, aber wenn sie dann die Protokolle ihrer Vernehmung lesen, dann dachten sie, Mensch, ich wusste ja gar nicht, dass der Karin 3 Jahre auf der Beamtenakademie war. Ja, so ist das dann formuliert. Ne? Also, ein Tipp, lieber nichts sagen, das ist ihr gutes Recht und mal gucken, keine Sache wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird, das gilt insbesondere für Ermittlungsverfahren, weil bei der Polizei und der Staatsanwaltschaft kommen ja immer neue Sachen auf den Tisch und einige Sachen. Wenn Ihre Sache mal 2 Monate alt ist, ja, dann, ich sag's mal, da ist sie so weit gereift, ja, dass man auch mal gerne den Staatsanwalt entweder besuchen kann, wenn man sowieso da ist, oder mal anrufen kann und sagen kann, wie kann ich Sie denn von dieser lästigen Akte erlösen? Mein Mandant wäre bereit, 500 Euro für Amnesty International zu spenden. Staatsanwalt, bin ich auch Mitglied, finde ich gut, machen wir das, sag zu. Obwohl der Mandant vielleicht ansonsten vielleicht sogar irgendwie bestraft worden wäre, weil man ihm seine Entlassungsargumente nicht glaubt. Sie haben also gesehen, das Internet ist kein rechtsfreier Raum, es wird kontrolliert, es wird in Zukunft sicherlich nicht weniger kontrolliert, aber es gibt eben auch Möglichkeiten, seine Freiheitsrechte, die wir nach der Verfassung und nach den Verfahrensrechten haben, auszuleben. Und ich würde Ihnen sagen, seien Sie einfach aufrecht und seien Sie Bürger, kennen Sie Ihre Rechte und nutzen Sie die, dann macht es wahrscheinlich auch weiterhin Spaß, irgendwie online im Internet unterwegs zu sein. Und allen, die einen kurzen Weg haben, wünsche ich ein schönes Fußballspiel. Ich werde es mir gleich im Autoradio anhören. Danke. Was das Strafrecht angeht, kann ich Ihnen sagen, dass Raubkopien ja nicht mehr Gegenstand strafrechtlicher Ermittlungen sind. Wenn es im privaten Bereich ist, es wird ja nicht mehr durchsucht und nicht mehr ermittelt. Also in Nordrhein-Westfalen ist es so, dass bis zu 300 Musikdateien die Staatsanwaltschaften automatisch einstellen, wegen geringer Schuld. Ja? Okay. Sonst noch was? Ja? Sie haben über den ESDS-Krisen geredet und in dem Bereich hört sich so ein wenig an, als ob Sie sagen, es ist gut, dass er sich jetzt von Vorratsdatenspeichern distanziert hat. Das ist ja nicht so. Nee.
stehen Sie mir jetzt schon zu. Der politische Kampf läuft nach dem Vorratsdampfer, der soll zu kommen, das ist Thema. Und die Netzsperren sind auch überhaupt nicht am Tisch. Also, ich habe nicht gesagt, dass er sich von Vorratsdatenspeicherung distanziert hat. Nee, dann hat sie gefordert. Ich habe nur gesagt, dass in 14 Thesen auch viele Dinge drin sind, sag ich mal, die ein gewisses Augenmaß beweisen. Dass er für die Vorratsdatenspeicherung ist, ist richtig. Und das ist natürlich auch etwas, wo man weiter gegen argumentieren muss. So, eine Frage machen wir noch, sonst wird es wirklich zu lang. Für alle, bitte. In Bezug auf die Honeypots, hatten Sie denn da auch Fälle, wo dann gesagt wurde, dass die Grenze zur Einschüchterung von der Strafverfolgung durch die Ermittlungsbehörden? Ja. Ja, ich finde, dass der Staat, das ist ja wie mit diesen Steuer-CDs, die da angekauft werden. Ja? Der Staat wird ja dann sozusagen zum Zollanbieter von Kinderpornografie. Die sind natürlich so schlau, die Datei selbst auszuwechseln. Ja? Da ist dann also keine Kinderpornografie mehr enthalten, wenn sie die runterladen. Umso überraschter sind die Leute dann ja, wenn sie eine Hausdurchsuchung bekommen, weil die sagen dann ja, Moment, da war doch überhaupt kein Kinderporno drin, dann war das ja irgendwie normaler Pornografie, die illegal ist. Ja? Und dann heißt es, ja, aber da stand ja dann so ein verräterischer Titel und daraus schließen wir, dass sie an solchen Dingen Interesse haben. Ich finde, es ist grenzwertig. Ich denke, der Staat darf sich nicht selbst rechtswidrig verhalten, aber es wird eben gemacht. Ja. Kriegen Sie auch kein Beweisverwertungsverbot. Ich habe es schon versucht. Ja. So, vielen Dank. Schönen Heimweg. Bis zum nächsten Mal.